So, wir sind hier immer noch im Weißen Haus des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika und sollen ein Attentat auf eben jenen verhindern. Jedoch brauchen wir, um hier sowieso mal zu unseren Zielpersonen vorzudringen, erstmal eine geeignete Verkleidung. Und die ist wirklich nicht in Sicht. Und da hier auch so viele Wachen sind, ja, können wir auch momentan keine betäuben. Und deswegen wollen wir erstmal, um weiter vorzudringen, die Aufmerksamkeit der Wachen ein bisschen von uns lenken. Und auf diese junge Dame hier, mehr oder weniger jung, die sich die Vitrine so gerne ansieht, diese lasergesicherte Vitrine. Und da vielleicht ein bisschen nachhelfen, dass sie die Aufmerksamkeit der Wachen auf sich zieht. So nämlich. Zack. Das sollte gewirkt haben. Ich hoffe, die gute Dame ist nicht tot, aber ich denke es mal nicht. Nee, da rafft sich auch wieder auf. Und man sollte uns ein bisschen Zeit verschafft haben. So, und jetzt ganz unauffällig. Wo? Kommt gerade einer raus. So, reinschleichen. Der hat uns nicht gesehen. Sehr schön. Jetzt müssen wir schnell in eine Verkleidung kommen. Und das scheint hier schon so ein Ankleideraum zu sein. So, was haben wir hier? Singing in the Rain. Ein Museumsangestellter anscheinend, der hier duscht. So, und jetzt gehören wir offiziell auch zum Museumspersonal. Tja, mein Freund, sollst du nicht so da liegen lassen? Ich glaube, Sie haben hier nichts verloren. Ja, ich bin schon wieder weg. Ich muss mich um Museumsangelegenheiten kümmern. Na, bitte, es hat doch schon ganz vorzüglich geklappt. So, hier haben wir anscheinend so eine Art Küche, wo auch gerade einer der Museumsangestellten Kaffee zu uns nimmt. Na, Kollege, heute schon ein bisschen historisch die Auslagen geputzt. Das ist auch ein richtiges Sauwetter hier. Kann man nicht anders sagen. Okay, wir sehen uns mal weiter um. Weil der geht gerade. Ich wollte nämlich das Küchenmesser gerne noch einstecken. Zack. Und zack. Und dann gucken wir uns hier weiter einfach mal ein wenig um. Wirkliches Sauwetter. Hier draußen muss auch einer der Marines patrouillieren. Ich glaube mal, diese Wachen sind die US Marines. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Naja, hier ist nur ein ganz normaler Museumsbeauftragter, wir können sowas nicht wissen. Da können wir aber anscheinend hochklettern. Sehen wir einfach mal, wie sich das hier entwickelt. Da kommt der Typ von der Toilette. Wir sind plötzlich jetzt auch Kollegen. Hier ist ein ganz normaler Ankleidesaal. Wir können ja mal gucken, was mit der Dame passiert ist. Wir haben ja schon zuletzt in der letzten Folge eine Dame wegen der Silverballer in ihrem Koffer, wenn ich in Schwulitäten gebracht. Die guckt sich immer noch fleißig die Vitrine an, also ihr scheint es auch wieder gut zu gehen und die Wachen haben sie laufen lassen. Wir sind jetzt natürlich schon mehrfach aufgezeichnet worden, aber damit müssen wir dann irgendwie leben. So, gucken wir doch mal hier weiter, was sich hier noch so befindet. Scheint so ein Esssaal, so eine Kantine, ne? Würde ich jetzt mal denken. So, Tür machen wir auch noch mal auf. Ende des Gangs kommen wir anscheinend in weitere Räumlichkeiten. Da haben wir auch eine Treppe. Verdammt. Und eine Tür, die wir nicht öffnen können, weil wir nicht die Zugangskarte haben. Das ist natürlich gar nicht gut. So, jetzt hier hin. Aha, eine Treppe nach oben. Irgendwie auf dem Ostflügel, auf dem Dach. Wie sieht es denn hier schön hin? Ich glaube, hier können wir runterklettern, wo wir eben auch gesehen haben, wo wir raufklettern können. So, hier steht jetzt auch der Klo-Typ und der Marine-Patrouillierter. Aha, und da oben geht's noch mal eine Ecke höher. Das ist sehr interessant. Das gucke ich mir definitiv auch gerne an. Werkkoffer können wir mal kurz hier hinstellen und dann. Ja, die Bürokratie. Die Nagelpistole gilt hier als Waffe im Weißen Haus. Deswegen mussten die viele Formulare ausfüllen. Ich sag's nochmal, falls ihr es nicht genau verstanden habt, war recht leise. Aber Waffen hier ins Weiße Haus zu bringen, ist ja nicht so schwer. Wir haben hier ein fettes Scharfschützengewehr voll aufgetunt und auch Silverballer, die wir übrigens auch holen müssen. Das habe ich fast vergessen. Und ich glaube, es ist auch nicht so schlau, sich jetzt zu diesen Handwerkern hier zu begeben, weil als Museumstyp hier über so einen Notausgang, das fällt glaube ich schon auf. Gucken wir lieber nochmal, ob wir an diese Zugangskarte irgendwie rankommen. Aber naja,
nehmen erstmal wieder unseren Gewehrkoffer mit, weil wir können eigentlich ja erstmal auch stehen lassen und uns um unsere Silver Borders kümmern. Die sind ja in diesem Reisekoffer der Dame und wir haben auch gesehen, wo die Marine der gebracht hat. Den gebracht hat, den Koffer. So, überall hier natürlich Patriotismus hochgehalten. Long live the USA und so. Naja. So, hier war das nämlich, wenn ich mich recht entsinne. Jo, tatsächlich. Hier sitzt auch einer der Typen und das ist der Raum. Ich erkenne ihn wieder. Und hier können wir auch unsere Silver Baller sicherstellen. Links vor den Augen dieses wachsamen Marines nicht. Und hier haben wir die Zugangskarte fürs Hauptgebäude. Guck mal einer an. Die stecken wir gleich mal ein, wenn keiner guckt. Die geht's auch durchs Fenster raus. Und das Video können wir stehlen. Nice. Auch das machen wir jetzt nochmal. Bevor uns einer dumm anguckt. Hier können wir nur das Schloss knacken. Aber ich glaube, da geht's auch noch raus. Das hatten wir schon gesehen. Gut, dann nehmen wir mal ganz kurz den Reisekoffer mit. Ich musste ihn kurz fürs Museum untersuchen. Deswegen wundert euch nicht, liebe Marines. So, denn die Silver Baller würde ich gerne an einem Ort sicherstellen, wo wir doch recht ungesehen sind und keiner der Herren Marines uns so genau auf die Finger schaut. Den haben wir hier oben gefunden. So. Zack. Eisenkoffer abstellen und die Silver Baller sicherstellen. Da sind sie. Gut eingestellt. So. Dann, bevor irgendwie Verdacht aufkommt, wir den Reisekoffer zurück da, wo er war. Meine Papier möchte ich hier dann nichts mehr. Ich würde gerne die Tür öffnen, genau. So. Ich habe mir das schon erledigt. Dann können wir mit der Zugangskarte gleich da hinten hoffentlich ohne weitere Komplikationen durchspazieren. So. Jetzt stehe ich hier kurz für den Raum, den dürfen die erfinden. Und ja. Dann wollen wir mal. So. Nur Personal des Weißen Hauses. Na super. Wir dürfen hier nicht rein als Museumsbeauftragter. Oder Museumspersonal, wenn man so will. Aber ich habe da eben diesen einen Typen, diesen einen Marine schon gesehen, der wieder nach draußen gegangen ist. Komm, du wirst ja wohl rübergehen können, 47. Vielleicht können wir den dann draußen irgendwie überraschen bei seiner Patrouille. Ah, jetzt ist er gerade wieder weg. So, jetzt aber. Oh, 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 oh. Das lasse ich lieber. Das wäre mir zu bekannt geworden. Verdammt. Das ist natürlich das Problem, dass dieser Typ auf der Toilette noch Ärger machen könnte, wenn der in der Zwischenzeit nicht kommt. Ich wollte ihn da eigentlich schön hinten verstauen. Also Bekanntheitsgrad hat doch übrigens gerade wieder schön abgenommen. So, aber der dürfte ja noch ein bisschen beschäftigt sein. Okay, er hat den Reisekoffer gefunden. Nein, er hat unseren Gewehrkoffer gefunden. Scheiße, das ist nicht der Reisekoffer. Der Typ kommt jetzt wieder. Beschäftigen wir noch ein bisschen den Marine, scharwenzeln um den rum. Damit sich unser schöner anderer Typ wieder verpisst und wir den hier umstellen können. Den Gewehrkoffer können wir uns dann gleich als Marine einfach nehmen. Auch deine Zigarette. Aber mach. Der Bekannter ist gerade auch schon ein bisschen hochgegangen. Ah, den Reisekoffer hat er jetzt tatsächlich gefunden. So, gleich die Tür zu. Jetzt können wir die Betäubungsspritze rausholen. So. Und zack. Sollte hoffentlich jetzt keiner gesehen haben. So, stillgelegt den Marine. Spritze sofort eingesteckt und den Körper hinter das Ding ziehen, bevor der Herr von seinem Museum, Museumsgang ist schon, von seinem Toilettengang wiederkehrt. Sind wir mal auch hinter diesem Lüftungsschacht, was ohne das gesagt soll, ist der gut aufgehoben. Hoffe ich zumindest mal. So, dann den Anzug des US Marines, ich hatte es ja bereits vermutet, die liegt auch im Weißen Haus, soweit ich weiß. So. Ich muss mich mal als Museumspersonal verkleiden. Oh, das war wirklich eine kurze Zeit, die er weg war. Aber sie hat uns gereicht. So. Waffe kurz anlegen, die M14, damit wir auch überhaupt nicht auffällig sind. So.
Hat er den Gewehrkoffer einfach mitgenommen, der Drecksack? Da steht er jetzt. Gut. Wir können uns erstmal ein bisschen mit M14-Munition eindecken. Pistole können wir auch mitnehmen. Gehört ja alles mit zur Ausrüstung eines Marine. So. Den Gewehrkoffer würde ich gerne an mich nehmen. So, jetzt haben wir die M14 fallen lassen. Na gut. Brauchen wir vielleicht auch nicht auch unbedingt. Who dropped this? Oh, gar keine deutsche Übersetzung. Ja, ich hab's fallen lassen, ne? Aber ja, das kann man doch gut wieder stationieren. Lieber den Gewehrkoffer als die M14 mit am Start. Da bin ich definitiv der Meinung dieses Herrn. So, und jetzt dürften wir auch als US Marine tatsächlich Zugang zu den weiteren Teilen des Weißen Hauses haben. Hoffe ich doch mal. Dann auch hoffentlich auf unsere ersten Zielpersonen treffen. Den haben wir bis jetzt noch gar nicht gesehen. So, wie du siehst. Weißes Haus. Wir sind im Hauptgebäude im Keller. Dann wollen wir doch mal sehen. So, kurz hier hoch. Aha, und da hinten ist schon unsere erste Zielperson. Wollen wir noch mal sehen. Durch ein bisschen mit Vorsicht rangehen, weil die auch schon ein paar Chats, die der Killer sein könnte. Er wird uns ja Nur nicht. Regierungsangestellte, Sir. Aha. So, im offenen töten. Regierungsangestellte, hier müssen wir das Schloss knacken. Was ist hier? Hier sagt keiner was. Ach, das ist doch hier die First Lady, oder? Jetzt hat sie Daniel gerufen. Das müsste dann Daniel Morris sein. Der Vizepräsident. Aha. Das ist er auch. Daniel Morris soll jetzt mit dem Hündchen der First Lady gehen, während er den Mann umlegen will. Da dürfen wir nicht rein. So. Ich kann ihn ja bei diesem Spaziergang überraschen. Ich will ihn jetzt noch nicht umlegen gleich, aber beim Spaziergang könnten wir ihn ja vielleicht ein wenig abpassen. So, da scheint kein Ausgang zu sein. Wir folgen ihm erstmal einfach und ja, passen so ein wenig seine Route ab, würde ich vorschlagen. Die First Lady bleibt da in diesem Raum. Okay, stellt sich anscheinend ans Fenster. Kommt jetzt zu uns raus. Sind sie im Hauptgebäude im Erdgeschoss oder kommt er raus? Ich weiß es nicht. Aber der hat ja auch ordentlich Dreck am Stecken, der Morris. Macht hier Sache mit Pacezzi und den Killern, also kann ich natürlich nicht gutheißen. Wir sollten ihn vielleicht auch kurz ein bisschen aus dem, ja, Blickfeld raus, denn der Typ hat schon große Augen bekommen, solange wie wir da standen. So, hier haben wir noch einen Wachraum, wie es aussieht. Ja, entspannt da relativ entgelassen. So, jetzt haben wir hier so einen ganz offiziellen Vertreter. Wir gehen jetzt mal. Der wartet immer noch da hier erstmal lang. Wenn der da nur wartet, können wir momentan nichts machen. Erstmal ein bisschen aus dem Blickfeld der, ja, Agenten raus. Nein, es sind ja keine Agenten, der Marines. So, was haben wir hier Schönes? Westflügel-Außenbereich. Wo ist denn überhaupt das Oval Office? Das müsste dann ja Pacezzi sein, der sich da ausfällt. Der erste Stock. Ja, müsste Pacezzi sein, der im Oval Office ist. Und da sind wir immer noch nicht reingekommen. Wo ist jetzt Morris? Westflügeldach, aha. Steht immer noch in seinem Räumchen. So. Ist da schon ein paar Chats hier drin gewesen? Ist das schon das Oval Office? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber hier können wir doch wieder unsere Zugangskarte verwenden, hoffe ich. Nee, das ist die falsche. Hier brauchen wir noch eine andere. Nun gut. Dann wollen wir uns hier mal weiter umsehen. Mann, Mann, Mann. Schon nicht ganz einfach, die Mission. Also,
nicht ganz übersichtlich, die Map, und auch ja, viele Möglichkeiten irgendwie. Oder wenig Möglichkeiten, weil hier die so gut abgeschirmt sind. Naja. So. Der Agent-Typ chillt hier immer noch. Dann hatten wir den Wachraum. Hier residiert ja die First Lady immer noch. Die sagt aber nichts, wenn wir hier reinkommen tatsächlich. Wenn wir hier nochmal in diesem Raum gucken. Die Hunde sind natürlich unangenehm, das wissen wir schon. Diesmal haben wir leider keine vergiftete Wurst. So. Hier aber ist aber alles in allem nichts Verdächtiges. Ja, der Snoop Doggy Dog wird ein bisschen wütend. So. Gucken wir doch mal vielleicht dahin, wo der Vizepräsident sich tatsächlich hingemacht hat, abgemacht hat. Das dürfte ja ganz interessant sein. Da sitzt er. Ein Spaziergang mit dem Hund, da scheint er nicht so Bock drauf zu haben. Aber, wenn ich da richtig gesehen habe, haben wir hier eine Möglichkeit, ihn zu verstauen. Also vielleicht sollten wir dann tatsächlich Daniel Morris einen Kopf kürzer machen und den Vizepräsidenten schon mal umlegen. Denn er ist ja auch Drahtzieher dieser Verschwörung um den Präsidenten.